So, liebe Birgit, vielen Dank, dass du dich auch für mein Interview zur Verfügung stellst. Sehr gerne. Du bist kreative, intuitive Malerin und dazu habe ich ein paar Fragen an dich. Du Ja. arbeitest für Menschen und lässt dir am Anfang die Wünsche erklären, was die Menschen haben. Was inspiriert dich und leitet dich dann, das Individuelle von diesen Menschen zu bekommen? Als erstes gibt es immer ein Gespräch gemeinsam und dann erfasse ich den Menschen anhand eines Gespräches, was er braucht und wo er gerade steht und was er braucht, damit es ihm gut geht, von den Farben her und von Genau. den Formen. Du sagst, du erfasst es und da mag ich ein bisschen tiefer reingehen. Welche Kriterien oder welche Fähigkeiten oder was nützt du da, dass du das so ausführen kannst, wie du machst? Auch das ist schwierig zum Erklären, weil es ist da, also ich habe da eine Gabe bekommen, wo ich den Menschen einfach erfasse. Und das ist einfach dann da. Das kann man nicht erklären. Das ist da, das ist ohne, es passiert ohne Sprache. Und das ist da auch ein Gefühl, würde ich sagen. Und ich lasse mich dann auch führen und leiten. Und das ist dann, ich bin ja dann nicht, ich tue das nur ausführen, was da entsteht. Ich bin dann nicht die Ja, Akteurin. und trotzdem bist du der Kanal, der Umsetzer, insofern da passiert was in dir drinnen. Dass du diese Wünsche oder diese Themen, die die Menschen mit sich tragen, aufnehmen kannst. Ja. Genau, diese Wünsche und oder auch was sie, mir ist es immer ein großes Anliegen, dass der Mensch, der sich mir anvertraut und der sagt, er möchte ganz gern ein Kunstwerk haben und das entwickelt, es das heißt Kunst für mich, dann wirklich ganz persönlich ein Bild, dass dieser Mensch dann seine Schritte machen kann, dass er gehen kann, vorwärts gehen kann, dass er weiterkommt in seinem Leben, dass ihn das inspiriert, dass er Ideen, wenn er das Bild dann betrachtet, weil es sind ja so viele Schichten in diesem Bild und wenn dann etwas zum Vorschein kommt, dass ihn dann, dass es ihn dann interessiert, dass er sich dann, ja, Gedanken macht vielleicht auch oder einfach nur ein Gefühl und Genau, das einfach ist nur das, wenn das Bild dann da ist. Mein Thema ist jetzt ja. eher, wenn Menschen kommen ja auch zu mir und wollen auch von mir etwas und ich gehe auch ins Gespräch vorneweg und ich höre die Visionen oder die Belastungspunkte, die sie im Moment haben. Ich sehe die oder höre die Visionen, wohin sie möchten und suche dann, wo ist der Stein, der halt wie eine Beschwerung im Moment auf diesem Weg liegt, den wir dann gemeinsam aus dem Weg räumen werden. Nur im Erstgespräch. Ähnliches Erstgespräch machst ja du. Aber an was orientierst du dich? Gibt es einen Stein, der da im Weg liegt, wo du sagst, aha, jetzt habe ich so eine Idee davon, sie brauchen Springbrunnen und dann sind deine Farben übersprudelnd oder sowas? Ja, so ungefähr. Das ist also aus dem Gespräch merke ich ja aus dem Gefühl, also ich erfasse den Menschen ohne Gespräch auch sofort. Aber die Menschen, damit ich das Kunstwerk auch erklären oder beschreiben kann, damit es für die Menschen auch erfassbar ist, brauche ich die Worte dazu. Und deswegen geht es auch dieses Gespräch. Und also ich merke schon, ja, wenn es ein dynamisches Bild sein soll, das passt total zu dem Menschen, das braucht dieser Mensch. Oder wenn es ein ganz ruhiges Bild sein soll, dann braucht das der Mensch genauso. Genau. Oder wenn es ganz viele Farben sind. Jetzt gerade entsteht ein Kunstwerk, die Frau sagt, du, ich möchte unbedingt gelb und schwarz haben, aber unbedingt viel schwarz. Und jetzt entsteht gerade ein Bild nur mit gelb, ganz verschiedenen Tönen, gelb und weiß, ganz viel. Und ich kann kein Schwarz dazugeben. Das geht nicht, weil es ist einfach absolut nicht für sie förderlich. Es sind ganz so interessant, das Kunstwerk nur in gelb, aber ganz viele Ebenen, Schichten und sehr interessant, wenn man sich das betrachtet. Ja, und dann
Da fliegt auch alles mit rein, die Sonne und so und der Wind, der Regen. Du hast jetzt schon den Bogen zu meiner zweiten Frage geschafft. Du sagst, deine Bilder sind für den Menschen, auch für die seelische Gesundheit. Wie wirken deine Bilder in den Menschen hinein? Über welche Sinne nimmt dieser Mensch dann diese Energien, die du da hineingemalt hast, auf? Oh, interessante Frage. Ja, ich würde sagen, schon alle Sinne, weil es ist, man kann sehen natürlich, wenn man das Geld, ich bleibe bei diesem gelben Bild, wenn man das gelbe Bild anschaut, dann vielleicht nimmt man auch einen Geruch wahr. Letztens habe ich ein Bild gemalt und da habe ich dann so Lavendel wahrgenommen, den Geruch. Es war aber kein Lavendel im Atelier, absolut nirgends, aber es war so starkes Lavendelgeruch da. Oder fühlen. Ich greife auch diese Bilder immer wieder, ich fühle sie und ich empfehle auch den Kundinnen, auch dass sie das Bild immer wieder verdrehen, anders nehmen, stellen, dass sie leben damit. Auch da, man greift das Bild an, hören, man kann auch die Farbe hören. Es ist, ich glaube, alle Sinne werden da so mit einbezogen. Das ist so allumfassend irgendwie. Je nachdem, wie offen halt jemand ist und es auch wahrnehmen möchte und kann. Weil ich habe ja Fragen rausgesucht, die mich auch betreffen. Wo ist unsere Parallele sozusagen? Und für mich ist meine Arbeit, ich knüpfe an diese Ursprungskräfte der Natur an. Die Schwerkraft und die Aufrichtekraft. Und wenn ich den Menschen helfe, diesen Urstrom der Aufrichtekraft wieder zu stärken, also die Belastungen auf die Seite zu nehmen, dann knüpfen die an dem ganz Ursprünglichsten an, was uns Menschen, unsere Seele, unser Wesen eigentlich bestimmt. Und das ist das, was dann große Freiheit und Emotionalität auch gibt. Und ähnlich, denke ich mir, ist es bei dir, nur dass du es subtiler oder dir wahrscheinlich auch, so wie du vorher gesagt hast, ui, habe ich mir noch nie überlegt, dass es einfach noch eine andere, von einer anderen Ecke sozusagen, du das anschaust. Ja. Das sind halt Bilder, die hängen im, es ist so wichtig, aber das, was du gesagt hast mit Freiheit, das gibt dann so eine Freiheit, das kann ich total unterstreichen. Mhm. Was du in der Arbeit erlebt, das gibt dann Freiheit. Das empfinden auch die Kundinnen und die Kunden bei mir, wenn sie so ein Bild haben. Und es ist so wichtig, und da sollen sich die Menschen gut überlegen, was hängen sie sich an die Wand? Weil das wirkt alles für einen. Ja. Oder positiv oder negativ. Und das ist so wichtig, dass man sich ganz genau hin überlegt und spürt, was will ich an meiner Wand haben. Okay. Beschreib doch mal, was beschreibe Menschen, wenn die zum ersten Mal das Werk, was du für sie gemacht hast, wenn sie das erste Mal in die Hand nehmen. Oder sehen, muss uns nicht in die Hand nehmen. Also wenn sie es das erste Mal in die Hand nehmen oder sehen oder entgegennehmen, ja, dann ist es, braucht es eine Zeit des Annehmens, ja, des Kennenlernens. Es entfaltet sich nämlich nach und nach. Das ist klar, es war jetzt lange bei mir, ich habe die Schritte und ich wurde immer gerufen zu dem Bild. Und dann kommt es, dann ist meine Arbeit vollbracht. Und dann kommt es zu jemandem. Und da braucht es Zeit, um sich dem auch einzulassen. Und wenn es dann auch einmal einen Platz gefunden hat, wenn es platziert wurde, wenn es dann in Ruhe wirken kann, dann entfaltet sich die Wirkung. Und auch die Kundinnen sagen mir dann, es braucht seine Zeit, bis dass man das auch spürt und erkennt. Und wenn dann Ruhe eingekehrt ist, also wie gesagt, wenn es dann mal hängt oder steht irgendwo, Bilder kann man auch hinstellen, wenn sie einen breiten Rahmen haben, dann berichten sie mir, was das für wunderschöne, positive Emotionen auslöst. Und auch ein Gefühl, auch, das ist sehr viel, hat sehr viel auch was mit Anerkennung, mit Wertschätzung zu tun, weil die Menschen geben sich selber ganz viel Wertschätzung und Anerkennung, wenn sie sich so ein Bild auch investieren und leisten und sich auch damit
es wirken lässt. Weil wenn ich mir die Wertschätzung gebe, dem Bild gegenüber, dann reflektiert mir das Bild ja auch. Und ich brauche es nicht mehr im Außen, die Wertschätzung, die Anerkennung, oder, ja, die Freude. Es löst auch Freude aus, weil wenn es dann so einen Impuls gibt in der Früh, wenn die Leute Kaffee trinken und sie stellen sich hin oder setzen sich hin und lassen die Augen so an dem Bild und dann erkennen sie etwas und das nehmen sie in einen Tag mit hinein und dann hat das einfach einen guten Start in den Tag. Genau. Wir driften wieder ein bisschen ab von meiner Frage, wo ich ja auf den ersten Moment hin wollte. Das heißt, wie ist das Erste? Und du hast gesprochen davon, dass sie eigentlich zuerst mal ein Annehmen, also eine Ruhezeit brauchen. Und ähnlich finde ich es auch in meiner Körperarbeit. Wenn wir so einen nächsten Schritt, eine nächste Stufe erklommen haben, dann braucht der Mensch zunächst mal Ruhe, dass er sich hinlegen kann. Ich packe die Leute in Wärmflaschen auch ganz viel ein. Aber dass diese motorische Ruhe, die hast du auch beschrieben, du nennst es natürlich nicht mit so einem Ausdruck, aber dass die motorische Ruhe ganz ein wichtiger Punkt ist, um im Menschen anzukommen, um im Innersten eine Verknüpfung mit diesem neuen Thema, sage ich jetzt einmal, oder mit einer neuen Situation zu machen. Ja, du sagst das ganz richtig, Gabriele. Das ist wirklich, das ist tatsächlich diese Ruhe. Man braucht dieses Ruhe und das Annehmen und die Zeit. Das ist wichtig, dass man sich das die auch sich selber gibt. Genau. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Behandlung ist, aber bei mir ist es schon so, dass diese Bilder entstehen ja auch in der Ruhe. Und ich lasse ihnen auch Zeit, was sie brauchen. Ich denke, das ist auch im Entstehungsprozess ganz wichtig. Und für mich ist es unterschiedlich, je nachdem, mit welchen Leuten ich arbeite. Ich begleite jetzt gerade so einen ganz aktiven Jungen mit 9 Jahren. Da entsteht dann erst die Ruhe. Ja, und es gibt ja bei den Erwachsenen genauso. Wenn die aus dem Alltag kommen, dann müssen sie erstmal runter, um den Schritt zu gehen. Aber danach geht bei mir keiner raus, ohne mit vielen Wärmflaschen mit bis zu 10 Wärmflaschen an einem Körper hinterher eine Ruhezeit zu haben, weil dieses Bewusstsein und die Wärme, die macht was in unserem Inneren. Ja, genau. Sehr schön. Ja. Ja. Liebe Birgit, ich danke dir von Herzen. Ich fand es ganz interessant, dass auch diese Verbindung zwischen Malerin und Physiotherapeutin auf dem besonderen Weg einfach diese Unterschiede eine Gleichheit werden, dass man sieht, dass der Mensch ist in sich immer dasselbe und wir docken an diese innerste Kraft an. Und ja, wenn euch Zuschauer das interessiert, was wir machen, dann schaut doch auf unsere Homepage www.stabilimleben.de oder birgit-bangerl.com. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss. Baba. Ciao.